Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Haben Sie Ihre Luftfilter zu Starfield? Die Stadt Cydonia empfiehlt die zweiwöchentliche Überprüfung der Filtereinheiten ein bisschen auf alte, defekte oder falsch montierte Filter. Du willst mit mir reden? Wer bist du? Raylan Parker. Bin ich dir im Weg? Sorry. Du scheinst etwas nervös. Alles okay? Naja, doch. Ja. Weißt du, ich verletze mich dauernd bei der Arbeit. Nichts Wildes. Hab ein paar Finger und Zehen verloren und so. Und, naja, ich muss oft zu Dr. Flynn zur Behandlung. Ich glaube, sie ist schon total genervt von mir. Kann ich auch gut verstehen. Ich will ihr einen Brief schreiben, um mich zu entschuldigen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich will nicht komisch oder nervig wirken. Magst du die Arbeit als meine? Nein. Oh, war das zu ehrlich? Ich weiß nicht. Der Job ist gut bezahlt, klar, aber auch anstrengend und gefährlich. Ich verletze mich oft. Ich freue mich definitiv darauf, dass mein Vertrag bald ausläuft und ich gehen kann. Aber ich weiß nicht, was ich dann mache. Oh Mann, das ist alles so stressig. Okay, der hat gesagt, der hat ein paar Finger verloren. Kann man das sehen? Hier hat er noch alle 5. Hier hat er auch noch alle 5. Schade, ich hätte mich gefreut, hätte Bethesda daran gedacht, ja, dem wirklich ein paar Finger zu entfernen oder so. Das hätte ich lustig gefunden, hätten die da wirklich dran gedacht. So, obwohl sowas in Real Life zu verlieren, wäre eher weniger lustig, aber in Videogames kann man ein bisschen schwarzen Humor haben, finde ich. Hoffentlich störe ich nicht. So. Genau, wir wollen jetzt eigentlich das Herz von vom Mars finden. Finde das Herz des Mars. Normale Aktivität kann fortgesetzt werden. Und ich bin immer noch überladen. Finde ich super. Aber warum müssen wir jetzt eigentlich für das Herz vom Mars auf unser Schiff steigen? Ist das vielleicht auf der anderen Seite des Mars, auf einem anderen Gebiet oder so? Das ist jetzt stark. Ah, und wir müssen auch einmal hier unsere Taschen leeren. So. Wir haben hier wieder Sachen, die wir nicht brauchen. Das brauchen wir nicht. Können wir alles einlagern. So, Anzüge. Piratenkorser. Nee. Rucksäcke. So, Kleidung haben wir auch wieder sehr viel. Ich mag aber das Outfit, was wir jetzt haben. Werfbare Items. So, packe ich das auch alles mal weg. Wir brauchen hiervon eigentlich auch nur die beiden. So, und jetzt können wir abheben. Das mit der Musik fehlt mir aber immer noch. In dem Game. Dann mal auf ins Unbekannte. Wie ich hörte, hast du dich auf dem Schiff nützlich gemacht, Cora. Ja, ich will für den Captain genauso eine gute Co-Pilotin sein wie für dich. Du leistest richtig tolle Arbeit, Kleine. Ich bin stolz. Finale Umlaufbahn erreicht. Orbit stabil. So, Mars. Müssen wir wieder drauf hin? Da. Ah, okay. Also bis hierhin, das finde das Herz des Mars. Müssen wir halt nur auf ein bisschen weit entfernteren Bereich landen. Okay. Daran hat's gelegen. Captain, wieso? Landevorgang angeleitet. Ich mag meine Sachen. Aber vielleicht ein neues Buch?
Oh, die sieht ein bisschen eisiger aus. So. Aufstehen. Stimmt ja, etwas nicht? Alles in Ordnung. Ich muss nur hier raus. Ich muss mal an die frische Marsluft. So, und nach dahin. Oh. Die sind wieder hier. Auf dem Weg. Hier irgendwas? Oder wollen die hier irgendwas? Aber die sind jetzt auch nicht gezielt immer hinter mir, ja? Bis jetzt. Habe ich so ein Gefühl, die sind nicht immer hinter mir, ja? Ich finde es nur schade, dass es mit der Musik einfach gar nicht mehr klappt, dass ich das dann jetzt selber hier reinschneiden muss. Vorausgesetzt, ich denke dran auch. Ich hoffe, ich denke dran. So, in die Höhle muss ich rein. Höhle entdeckt. Schauen wir uns das mal an. Ich will wissen, was das Herz vom Mars ist. So, 4 von 4 Ressourcen gescannt. Da hinten. Ich finde das Herz des Mars. Das ist es. Das ist eine Lagerkiste. Titanvorkommen. Kehre zu Layla zurück. Da vorne hatten wir noch eine Kiste. Mit einem Digi-Dietrich. Bleib weg! Bleib weg! Komm ja nicht näher! Hörst du? Ich will dir nicht wehtun. Bin nur auf der Durchreise. Komm keinen Schritt näher! Wenn dir dein Leben lieb ist. Ich bin todkrank. Und es ist ansteckend. Also bleib bloß weg. Lass mich mal sehen, vielleicht kann ich dir helfen. Okay. Komm her und sieh es dir an. Ich hoffe sehr, du weißt, was du tust. Medizin, wenn ich mir deine Vitalwerte ansehe, könnte es ein Atem... Wegsinfekt sein. Versuch es mal damit. Medipack geben. Hier, versuch das. Das ist schlimmer, als ich dachte. Ich kann dir nicht helfen. Es tut mir leid. Medizin? Du rettest mir das Leben. Wie kann ich mich je revanchieren? Vielen Dank. Ich ruhe mich aus. Bis ich wieder auf den Beinen bin. Okay, das war jetzt eher, eine überraschende kleine Nebenquest. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir sowas hier sehen, treffen. Aber ja. Fand ich jetzt irgendwie fand ich jetzt cool, dass wir sowas hier noch angetroffen sind. So, Licht können wir wieder aus. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte so. Hier ist es wirklich ein bisschen eisiger. Aber wir haben auch nicht mehr allzu viele Quests, glaube ich zumindest. Wir haben aber auch noch nicht, wenn wir uns die Sternkarte hier mal ansehen.
Wir haben hier auch noch nicht so viel erkundet. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel. Das ist wirklich zu viel für ein Let's Play, das alles zu erkunden. Könnte man schauen. Ich hatte eigentlich auch gedacht, gab es auch vielleicht von Story her oder so, dass das vielleicht irgendwie 300 Folgen werden oder so, irgendwie in der Richtung. Aber bis jetzt, ich hatte auch gedacht gehabt, wir werden vielleicht so irgendwie, ja, in Mehrstern-Systeme hier fliegen. Und in mehr so Sternen irgendwie mehr zu tun haben, so sagen wir so. Auf Planeten und sonst was. Hatte ich mir irgendwie gehofft. Anstatt nur irgendwie, dass man einmal kurz da ist. Ich hoffe, das machen die, wenn die Starfield 2 irgendwann anfangen. Machen die besser. Hier, Bethesda. Denn an sich, die können eigentlich gute Storys schreiben. Ich spiele ja die komplette Elder Scrolls Saga von denen, ja. Und Fallout hatte ich ja auch vorgehabt, von denen noch zu spielen. Die können Storys schreiben. Das ist hier, ja, aber bis jetzt hatte mich hier nur die Vanguard und die Ryujin Questline Hallo. Vom Hocker gehauen, sagen wir mal so. So, okay, wir wollen wieder zurück auf die andere Seite vom Mars. Wir heben ab. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht noch ein paar Tempelaufgaben machen oder so. Hier für die Constellation. Ich würde das schon gerne. Von hier oben sieht es so friedlich aus. So, da wollen wir hin. Landeplatz Höhle erkundet. So, mit Percival müssen wir auch noch reden. Der ist ja auch hier um die Ecke. So, okay, es geht los. Quatsch mal. Ich hatte eigentlich gehofft gehabt, so Herz vom Mars, dass das vielleicht irgendwie eine längere Quest wäre. Eine Questreihe. Nur einmal kurz hin, was abbauen und wieder zurück. Ist auch ein bisschen enttäuschend. Okay, es ist aber auch ein sehr ambitioniertes Spiel. Das muss man auch hier berücksichtigen, weil das sind 1000 Planeten, glaube ich, waren das. Um die 1000, 1600 stand da irgendwo. Das muss ja alles erstmal noch gemacht werden und dann so... nice. Da haben wir Layla. Okay, das finde ich gerade super. Zum Glück gibt es im Kühlschrank jetzt mehr Getränkeauswahl. Und Rivka fand den Antrag dumm. Tch, wer ist hier jetzt dumm? Ich habe das Herz des Mars gefunden. Hier ist es. Was? Warte mal, du hast das Herz des Mars tatsächlich gefunden? Das sollte ein harmloser Streich sein, den wir den Neulingen spielen. Das sollte es nicht geben. Aber hier ist es. Zumindest wirkt es so wie aus der Legende. Das wäre nur möglich, wenn... Mist, ich habe dir die falschen Koordinaten gegeben. Naja, so oder so ist dein Fund beeindruckend. Da hast du es mir gezeigt. Behalte es ruhig. Schließlich hast du es auch gefunden. Okay.
So, aber jetzt wollte ich mit Percival reden. Der ist ja eh hier in der Nähe. Optionalzeige. CDR Woodard Hurst Notiz. Sprich mit Percival, da haben wir den. Der ist ja auch hier auf dem Mars. Dann können wir hier das auch schon mal. Manchmal abschließen. Autsch. Jetzt hänge ich hier fest. Toll. Ah, warte mal. Percival war doch hier, Dingens von, diesem einen Lager da hinten. Wie hieß das nochmal? Diese. Hier, von denen die, boah, ich weiß, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau an die Quest oder so, aber ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, ich weiß, wer das ist, da, genau da hinten, wo wir unterirdisch rein müssen. Ich erinnere mich wirklich kaum, was an die, welche Questreihe das war. War das von der Vanguard? Ne, von. Doch, müsste eigentlich von der Vanguard gewesen sein, die Questreihe. Wieso gucken wir jetzt so komisch wieder nach links? Interessant, wie buggy Starfield manchmal immer noch ist. So. Ja, jetzt guckt er wieder ganz normal. Immer dieses nach links gucken, das finde ich immer ganz komisch. So. Haben wir, ne, Skillpunkte haben wir nicht. Wir bräuchten aber auch noch ein bisschen was für die Skillpunkte. Wenn wir hier auf Status gehen. Gesundheit 1106 von 1100. 168 und 1933 von 3460 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe. Okay. Kriegen wir noch hin. Und der guckt wieder nach links. Warum gucken wir immer nach links? Extreme solare Strahlung, Planetenzustand. So, aber mal gucken. Was hat Percival mit mir zu quatschen? Ich hoffe aber auch, dass wir doch noch ein paar Quests mehr bekommen. Irgendwie dadurch, dass wir hier die ganzen Nebenquests jetzt erstmal auch noch ein bisschen mitmachen. Weil das sind jetzt einfach nur kleine Geschichten, die wir jetzt hier irgendwie erleben. So, hör auf nach links zu gucken. Also, und wieder auf meine Hauptwaffe. Ich weiß nicht warum, aber ich mag irgendwie lieber mit der Pistole unterwegs zu sein, statt mit einem Maschinengewehr oder einer Schrotflinte oder sowas. Irgendwie die klassischen ballistischen Waffen, die gefallen mir irgendwie mehr. Am meisten wirklich diese, einfach so eine ganz normale 9 oder 11 mm Pistole. So eine Standard. Ich kenne mich jetzt mit dem Namen nicht aus, da bin ich kein Experte. Aber ich hoffe zumindest, dass ihr wisst, was ich meine. So die klassische Standardpistole in Games. Die mag ich irgendwie am liebsten, weil es kleinhandlich ist und so. So was in der Art. Genau, und da wollte ich hin. Da
Das war jetzt aber auch ein weiter Weg zu rennen. Hatte ich jetzt nicht so weit in Erinnerung gehabt. Okay, vielleicht kommst du jetzt aber auch nur so lange vor, weil ich jetzt hier keine Musik höre vom Spiel, leider, weil das irgendwie verbuggt ist. Und ich hoffe wirklich daran, dass ich denke, beim Schneiden die Musik hinzuzufügen. Stimmt, das war von der Vanguard, die Mission hier. Die Mission ist gefährlich, aber ihr seid alle hier, weil ihr gut genug dafür seid. Wenn es also Fragen gibt, Sorgen, irgendwas, was euch beunruhigt, könnt ihr zu Dr. Walker oder mir kommen. Wenn man kleine Probleme ignoriert, werden es große Probleme. Und wir wollen Probleme lösen, nicht schaffen. Also an die Arbeit. Willkommen bei der TMD, Leute. Ja, was? Hallo. Moin. So, was haben wir denn da? Ah, ein Terramorph. Ist doch ein Terramorph, oder? Okay, da komme ich nicht rein. Kann der sich mal umdrehen? Ich würde den gerne auch einmal von vorne sehen. Gesund sieht das hier jedenfalls nicht aus. Hey. Da haben wir noch einen. Ich hoffe, die machen es hier. Alter, da ist noch einer. Darf mich hier bedienen? Wer konntest denn? AMP? Medipack? Perfekt. Ja? Für den Job braucht man das richtige Werkzeug. Und dafür nur die beste Hardware in der Galaxie. Da gucken wir mal, wie viel Geld hast du? Nur 5000. Okay. Verkaufen aus Schiffsinventar. Habe ich noch irgendwas, was günstig ist, was ich ihm andrehen kann? Alles so teuer, was ich habe. Hat er vielleicht hier Medipacks? Und Traumapacks. Die nehmen wir auch. Okay, dann haben wir wieder was zum Verkaufen. Also. Nee, das ist. Den können wir verkaufen. Jetzt noch was für 700. Oder den. 161 haben wir noch. Warum ist das alles so teuer? Ich hatte gedacht, das wäre günstig. Also. Rucksäcke. Dimos Rucksack 120. Jetzt 41. Das können wir noch loswerden. Für 8 kann ich nichts mehr verkaufen, ne? Ja, Ressourcen behalte ich erstmal doch noch bei. So, Passwort. Da bist du ja. Wen haben wir denn da? Moin. Ja, ich habe gehört, ihr habt Arbeit für mich. Richtig gehört. Die Terramorph-Angriffe haben die UC völlig überrascht. Das gefällt den hohen Tieren nicht. Deswegen sollen wir an vorderster Front des xenologischen Lebens patrouillieren. Informationen zu möglichen Alien-Bedrohungen sammeln. Also brauchen wir jemanden zum Aufspüren dieser Aliens. Und zum Proben nehmen.
Und leider kann es nicht nur irgendeine Probe von diesen Tieren sein. Wir wollen hier ein umfassendes Bild erstellen. Dazu sind spezifische Zellen spezifischer Gattungen erforderlich. Häufig von höchst unerfreulichen Kreaturen. Aber da der Umgang mit feindseligen Kreaturen dein Spezialgebiet ist, nun, ich dachte mir, wir könnten dich vielleicht dafür anheuern. Komm, okay, du kannst auch erzählen. Freut mich zu hören. Es gibt aber noch einen Haken. Die UC sehen das als Job für eine Person. Aber ich habe sie überzeugt, dass fähige Unterstützung sinnvoll wäre. Wenn du also Interesse hast, sie erlauben dir, dass du Hadrian mitnimmst. Du wirst sie natürlich überzeugen müssen. Aber sie sollte sich nicht allzu sehr sträuben. Es wäre klasse, wenn Hadrian mir wieder Rückendeckung gäbe. Ja. Sie hätte sicher nichts dagegen, selber im Einsatz zu sein. Also schau doch bei ihr vorbei, bevor du aufbrichst. So, dann kommen wir mal zu den Details deines ersten Ziels. Hier, bitteschön. Du gehst hin, findest die Proben und bringst sie zurück zu mir. Ich schicke einen Techniker raus, der sie in Empfang nimmt. Okay, und? Du solltest dies ja vermutlich nicht töten müssen, um die nötigen Zellen zu sammeln. Wir gehen in der Forschung hier nicht ganz so weit wie bei den Terrormorphs. Jedes bisschen hilft dir schon. Geh einfach nah ran, kratsch etwas ab und verschwinde unbemerkt. Ah, okay. Schnapp sie dir und komm wieder zurück. Okay, so, Hadrian. Hi. Captain? Wir haben uns beim Mast wohl verpasst. Ich wollte nur eben sagen, ich hätte nie geahnt, wo das alles hinführen würde. Aber jetzt, da ich es weiß, dass meine Vergangenheit nicht so abgeschlossen ist, wie ich dachte. Naja, ich habe den Großteil meines Lebens mit der Suche nach der Wahrheit verbracht. Du hast sie mir gebracht. Das bedeutet mir viel. Nicht der Rede wert. Wir sind Freunde. Freunde passen aufeinander auf. Ja, komm, mach mal. Die besten Freunde schon. Was? Weißt du, als wir da oben standen, habe ich mich gefragt, ob ich versuchen sollte, ihn noch einmal zu sehen. Aber ich kannte die Antwort, bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht hatte. Nein. Was hätte ich davon gehabt, ihn zur Rede zu stellen? Nichts. Er hätte mich nur daran erinnert, dass ich mich nie von ihm befreien kann. Ich würde nur zugeben, dass er immer noch Macht über mein Leben hat. Und ich kann zwar seine Rolle in der Vergangenheit nicht ändern, aber ich werde nicht zulassen, dass er meine Zukunft kontrolliert. Und dank unserer gemeinsamen Erlebnisse ist sie strahlender als je zuvor. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dir dafür bin. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Machen wir kein Drama draus, Major. Dann machen wir weiter. Laut Percival hat die UC das okay gegeben, dass du mir helfen kannst. Das hat er gesagt? Ja. Ich meine, bist du sicher, dass ich mit dir mitkommen soll? Das könnte der Beginn der besseren Zukunft sein, die du dir wünschst. Bitte, Hadrian, ohne dich kann ich das nicht machen. Es gibt noch so viel zu entdecken. Ein Wissenschaftlerverstand wie du gehört ins Feld. Die Team D wird ohne dich nicht gleich auseinanderbrechen. Percival kann alles im Auge behalten. Ich hätte nie gedacht, dass du ein Abenteuer ausschlägst. Ich hätte gern einen Wissenschaftler bei mir im Team. So. Es gibt noch so viel zu entdecken. Ja, vielleicht. Die Reise nach Londinion hat durchaus mein Interesse an Feldarbeit geweckt. Ich dachte, ich bleibe bei der TMD, aber wenn Percival das schon genehmigt hat, bin ich dabei. Wenn du wirklich Verstärkung brauchst, gebe ich dir Deckung. Ja, freut mich, dass du mitkommst. Zusammen können wir einiges bewirken. Dann müsstest du als Teil meiner Crew mit anpacken. Wäre das okay für dich? Du kannst auf mich zählen. Ich unterstütze euch im Kampf und gerne auch bei eurer Forschung. Eine weitere Xenobiologin kann bei diesem Auftrag sicher nicht schaden. Wir bekommen es mit jeder Menge feindseligen Wesen zu tun. Freut mich, dass du mitkommst. Das glaube ich auch. Danke für das Angebot. Wirklich. Das kam unerwartet, aber ich glaube, so ist es für die besiedelten Systeme und mich am besten. Packen wir die dann hier aufs Schiff nochmal. Die ist jetzt neu, die ist auf der Dragonfire. Außenposten, riesiger Fan. Da ist Maximum. Hier ist auch Maximum.
Vor dem Aufbruch muss ich noch mit Percival sprechen. Ich werde ihn ordentlich zusammenstauchen, weil er das alles ohne mich arrangiert hat. Bis später, Captain. Jo, mach das mal. So, okay. Wir haben ein neues Crewmitglied, das nicht von der Constellation ist. Warte mal, gab's nicht irgendwo noch mehr Menschen mit Namen, die wir als Crewmitglieder haben können? Bekommen können? Also wirklich die Namen tragen, statt irgendwie einfach nur Ingenieur für das und das oder sowas oder Waffentechniker oder so. Ach komm, ich glaube, wir machen hier mal Schnellreise. Ich glaube, in New Atlantis in der einen Kneipe gab es da mal welche, oder? Müssen wir mal bei Gelegenheit, als wir uns. Gern schon ein richtig großes Schiff mit einer riesigen Crew, alle mit Namen, so dass ich quasi irgendwie eine Etage voll habe, nur mit Wohnquartieren und so weiter und einem Gemeinschaftsraum. So, ach, Narium, da muss ich hin. Ihr seid also in dieses System gestrandet? Klingt, als würdet ihr in der Klemme stecken. Was ist Liz? Die Liga der selbstbestimmten Siedler. Sie hat uns beim Finden eines neuen Zuhauses geholfen und uns ausgestattet. Aber hier draußen ist man auf sich allein gestellt. Ihr seid also in dieses System gestrandet. Und unser neues Leben ist nur 2 Sprünge entfernt. Wir haben eine Werkbank hier, aber wir brauchen Eisen. Und zwar jede Menge. Ich glaube, dann müssen wir einige Reparaturen durchführen können. Hast du welches? Wir zahlen viel mehr, als es eigentlich wert ist. 20 Eisen geben. Ihr habt Glück, ich habe genug Eisen für euch. Das müsste reichen. Danke. Und das hier dürfte nicht nur für das Eisen reichen. Hoffentlich geht es bald weiter. Jo. So, okay. Friedhof. Ich würde das aber. Ich würde lieber so machen. Wo muss ich? Da muss ich hin. Da ist das Ziel. So. Dann gibt es eine schöne Sequenz statt einfach nur über diese Karte da. Hoffentlich. So. Aber ich habe jetzt irgendwie gedacht gehabt, so, die wollen mir jetzt irgendwie Schiffsteile oder so abziehen. Mal sehen, was der Ball zu bieten hat. Nee, ich will aufstehen. Ich will gucken, ist Hadrian jetzt hier auf dem Schiff? Jo, da ist sie. Na du? Brauchst du was? Schön, dich zu sehen. Ja, ich würde das Schiff gerne. Also, ich hätte gerne ein richtig großes Schiff auf jeden Fall. So, Sarah chillt hier. Wer raucht hier?
Das ist ein Nichtraucherschiff, ja? Hallo, Sarah. Hallo, Sonnenschein. Wer raucht hier? Ist das Hadrian? Ich hoffe nicht. Egal, wir gehen raus, wir gehen rüber. So. Erde, Knochenrücken. Die sind am Plündern. Warte mal. Aber hier gibt es keinen Sauerstoff. Da hinten ist was gelandet, okay. Okay. Kein direkter Weg zu sehen. Was sind das denn? Korallherz. Der analysiert auch mich. Okay. Da weiß noch gar nicht, bin ich freundlich oder gefährlich. Das fand ich jetzt irgendwie süß. Ach so, da, die Viecher. Ich glaube, da bräuchte ich schon jagend Krebs. Das ist ein Krebs? Was? Alter! Okay, aber ich, das erklärt jetzt, warum der Krebs heißt. Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe dafür. Okay. Die Waffe fange ich an zu lieben. Zellprobe, entartetes Quarksgewebe, Gewebe. Bioblocker, Toxin. Ich nehme mal vorsichtshalber alles mit. Ich muss von den anderen auch noch Proben nehmen. Ich nehme den da, der ist alleine. Dich den Zielen heimlich um ohne Gewalt. Oh. Ich hätte es auch. Ist das ein totes Tier oder was ist das? Ich glaube, bei denen werde ich es nicht gewaltlos hinkriegen. Okay, der schießt auch schon auf mich, irgendwas. Oder wir Steine einfach. Ich bin ein Monster. Okay, aber wir haben alle. So. Was sind da?
Bring die Proben zurück. Ich muss aber dahin. Ein bisschen verwirrt war ich jetzt, wo ich hin muss. Oh, noch ein Krebs. So, ich bin jetzt nicht euer Futter. Also zumindest nicht heute. Autsch. So, die Linksgucker-Krankheit haben wir hier. Keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber dass wir immer irgendwie nach links schauen müssen. So. Wieder rein. Abheben. Und zurück zum Mars. Ich bin bereit. Korra auf. Den Orbit. So, da. Die Palla. Bring die Proben zurück. Ich hoffe, Parseval ist nicht sauer, dass ich die umgelegt habe, die Tierchen. Die sind auf jeden Fall nicht ausgestorben. Das sind jetzt nur 4 Proben. Alles klar, dankeschön. So, zur Karte. Hier kann man das wahrscheinlich nicht anders. So, TMD Hauptquartier. Da müssen wir hin. So, Level 39. Aber ich würde schon gerne demnächst mal schauen. Oh. United Colonies, du bringst bestimmt die Proben. Ja. Ich kümmere mich sofort darum. Wenn du noch mehr sammeln willst, kannst du mit Dr. Walker reden. Oh, und deine Bezahlung. Hier. Danke, Captain. Okay, das sind dann jetzt wahrscheinlich... So generierte Quests, okay. Also wiederholbare Quests. Was haben wir noch hier? Sprich mit Rivka. Machen wir mal so, wenn dann haben wir hier noch eine Quest, okay. Mit Rivka sprechen. Wer ist denn Rivka? Ah, genau, doch, jetzt weiß ich's. Wir mussten ja für also, boah, ich hab's heute mit dem Namen. Ich vergesse irgendwie alle Namen. Warte mal. Muss ich auch aktivieren, würde ich sagen. Dann sehe ich mal zu, dass ich heute vielleicht den Mars abschließe. Also in der jetzigen Folge. Okay, Rivka ist da unten. Genau, für Trevor. Für Trevor, beziehungsweise durch Trevor haben wir von ihr erfahren. So, Rivka Obadia.
wo du uns mit der Ausrüstung geholfen hast und alles, wollte ich mal mit dir reden. Okay, ich hoffe, du bist in Ordnung. Das Husten ging gar nicht. Es ist wahrscheinlich gar nichts, aber ich kann mir keinen Arzt leisten. Du solltest dir ärztliche Hilfe suchen. Danke, geige Deutsch auf jeden Fall. Weißt du, was die Ursache ist? Keine Ahnung. Irgendeine Lungenfäulnis. Vielleicht von dem ganzen Marsstaub hier. Vielleicht ist das auch was Schlimmeres. Ich könnte dir Geld anbieten. Es geht nicht ums Geld. Es steckt noch viel mehr dahinter. Wobei, vielleicht ist das Quatsch. Ich kenne dich ja gar nicht. Vergiss es einfach. Medizin, du solltest definitiv zu einem Profi gehen, sonst wird es nur schlimmer. Du könntest sterben. Wirklich? So schlimm? Naja, vielleicht willst du echt helfen und ich kann dir trauen. Weißt du, ich würde mich gerne bei Reliant Medical behandeln lassen. Aber mein Vater Nathan ist da Manager. Ich bin vor ihm nach Cydonia geflohen. Nathan ist kein guter Mann. Nicht zu mir. Und ich habe ihm etwas Schlimmes angetan. Also sucht er mich überall. Er hat Verbindungen zu Ärzten in den gesamten besiedelten Systemen. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann. Und wenn mich jemand verrät, bin ich erledigt. Was ist zwischen euch passiert? Warum ist dein Vater hinter dir her? Es ist schlimmer, als du denkst. Ich bin nicht einfach abgehauen. Ich habe ihn K.O. geschlagen und dann sein Schiff gestohlen. Aber das war damals gerechtfertigt. Ich bin das Schiff über Aquila losgeworden und durch die besiedelten Systeme getingelt und irgendwann hergekommen, weil es ein gutes Versteck ist. Aber wenn ich in der Reliant-Datenbank auftauche, ist es vorbei damit. Dann weiß er, dass ich in Cydonia bin und sucht mich. Mein Wohlergehen interessiert ihn nicht mehr. Er will nur noch Rache. Er würde mich garantiert möglichst lang ins Gefängnis stecken oder noch schlimmer. Aber wäre es nicht noch schlimmer, wenn deine Krankheit nicht behandelt wird? Das Risiko muss ich eingehen. Und was ist das für ein Zustand? Wird immer schlimmer. Aber vielleicht werde ich von alleine gesund. Wenn mein Vater mich findet, tja, ich kenne ihn und habe Angst um mein Leben. Ganz ehrlich. Was hat dein Vater dir angetan, um das zu rechtfertigen? Meine Mutter ist bei einem Unfall gestorben. Danach war er anders. Besessen von meiner Sicherheit. Er hat aber nie gemerkt, was das mit mir macht. Es ist immer schlimmer geworden. Erst durfte ich nur noch in Schiffen mit seinen Piloten fliegen. Dann keine Partys, kein Alkohol, nicht vor die Tür. Ich habe gehorcht. Aber er hat mir nicht vertraut, hat mich überwacht. Nach einem Streit hat er mich sogar 2 Tage lang in meinem Zimmer eingesperrt. Wahnsinn, oder? Im eigenen Haus gefangen. Jeden Tag gab es Geschrei und Drohungen. Ich musste aus meinem Gefängnis fliehen. Aber ich bin immer noch nicht frei. Ich könnte deinen Vater einen Besuch abstatten. Trevor sagt, du kannst gut mit Leuten. Vielleicht kannst du meinen Vater zur Vernunft bringen oder ihm Angst machen, damit er mich oder in Ruhe lässt. Er hat aber einflussreiche und gefährliche Freunde. Du musst also vorsichtig sein. Wenn es klappt, bin ich frei. Wenn nicht, naja, hat er mich wenigstens nicht gefunden. Also, was sagst du? Ich mach das, sag mir nur, wo ich ihn finde. Wenn ich es mir so überlege, sollte ich mich im Moment lieber nicht einmischen. Kannst du mir noch etwas über deinen Vater erzählen, das mir helfen könnte? Er war nicht immer so wie jetzt. Er hat sich erst verändert, als meine Mutter gestorben ist. Er ist wütend geworden. Gefährlich. Ganz anders. Du kannst versuchen, sie zu erwähnen. Belinda. Er vermisst sie fürchterlich. Wenn er an sie denkt, beruhigt ihn das. Vielleicht klappt es. Ich mach das. Sag mir nur, wo ich ihn finde. Es ist zufällig gerade eine Konferenz in Neon, zu der er jedes Jahr fliegt. Er wohnt immer im Hotel Voli.
Er empfängt niemanden, den er nicht kennt. Aber wenn du sagst, dass ich dich schicke, redet er vielleicht mit dir. Wenn du ihm irgendwie zeigst, dass du in Frieden kommst. Ich weiß was. Bring ihm seinen Lieblingswhisky, Red Harvest Reserve. Sag, es ist ein Friedensangebot von mir. Der Whisky ist extrem selten. Er weckt sein Interesse sicher genug, dass er dir wenigstens zuhört. Verstanden. Wenn ich das für dich tue, kannst du mir versprechen, dass so etwas nicht wieder passiert? Bist du sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt? Vielleicht. Aber du musst ihn vor allem dazu bringen, dir zuzuhören. Und das geht am besten so, wie ich es dir gesagt habe. Er hat sich mal sehr heftig mit seinem Bruder überworfen. Und dieser Whisky hat sie wieder zusammengeführt. Das Geschenk zeigt ihm, dass ich es ernst meine. Okay, verstanden. Ich sehe, was ich tun kann, um dich aus diesem Schlamassel zu holen. Viel Glück. Du kannst Jack im Broken Spear nach dem Whisky fragen. Vielleicht hat er ihn oder weiß, wo man ihn kriegt. Und danke, dass du versuchst, mir zu helfen. Ja, das sind Erfahrungspunkte. Zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens gelten in der Stadt verschärfte Lärmschutzbestimmungen. Okay. Jede Wette, den Red Harvest müssen wir irgendwo suchen gehen, weil der den nicht vorrätig hat. So, Broken Spear. Gibt es eigentlich auch Leute mit Namen, die ich dass einstellen kann? Echt eine eigene Psychologin hat. Die Deimos Sternenwerft war zwar der erste große Schiffsfabrikant, aber wir sind immer mit der Zeit gegangen. Leona Hoffmann. Ich hatte seit 3 Jahren keinen Urlaub. Hallo, kenne ich dich? Aber sie eignet sich auch zur Prävention. Sie wurde eingestellt, um Peter zu helfen. Ah ja, davon habe ich, glaube ich, gehört. Freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich bin Leona Hawks, Kontaktperson von Deimos Sternenwerft. Wer mit unserem Büro zu tun hat, hat irgendwann auch mal mit mir zu tun. Wir sehen uns also bestimmt. Was machst du hier? Ich koordiniere zwischen der Deimos-Zentrale und den anderen Divisionen wie der Sternenwerft selbst und der Mining Division hier in Cydonia. Die Deimos Sternenwerft ist ein komplexer Konzern. Die verschiedenen Divisionen haben unterschiedliche Ziele und Prioritäten. Mein Job ist es, sie alle in Einklang zu bringen. Okay, was hat die Deimos Sternenwerft mit den UC zu tun? Die UC beauftragen uns schon seit Jahrzehnten, die gesamte Flotte mit Militärschiffen zu versorgen. Ist auch logisch, dass sie uns vertrauen. Deimos ist der älteste Schiffsfabrikant in den besiedelten Systemen. Viele der wichtigsten Weiterentwicklungen des Graf-Antriebs, seit es die Technologie gibt, stammen von uns. Unsere Kompetenz ist unbestritten. Okay, Ladies. Ja. Verdammt! Oh Gott, tut mir echt leid, das war nicht gegen dich gerichtet. Ich bin nur gerade richtig gestresst. Du bist okay. Hey, vielleicht kannst du mir helfen. Was? Wirklich? Sag mir, wie ich helfen kann? Ich weiß, was du für Trevor getan hast. Keine Sorge, ich sage Peter nichts. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Ich bin Gilly, ich arbeite als Psychologin für Deimos und ersticke zurzeit in Arbeit. Ich muss einen Termin einhalten. Ich könnte Hilfe brauchen, ich muss ein paar Mitarbeiter finden und ihnen psychologische Fragebögen geben. Das klingt einfach. Damit kann ich helfen. Wirklich? Oh, wow, danke. Ich weiß gar nicht, wer in dem Stapel noch drin ist. Sieh dir einfach die Namen an und spür sie auf. Wenn sie die Formulare ausgefüllt haben, bringst du sie mir wieder und ich gehe sie durch. Sag einfach, dass du Gilly hilfst. Ach, aber nicht lesen, was sie schreiben. Das ist vertraulich, okay? Danke nochmal. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Okay. Und was ist mit Tia Wu? Mir gibt es immer was zu tun. Es voll ist. Wieder so ein langer Tag. Okay. Howdy. Howdy? Hast du einen Namen? Energiewaffenspezialist. Hallo, Energiewaffenspezialist. Verzeihung. Außenpostentechniker. Hallo. Wie läuft's? Hallo, Bürger. Ich finde die Namen super. Sag, wenn du was brauchst. Hast du einen Namen? Phil Hill.
Oh, schau an. Hallo. Wartest du schon lange? Bin gerade gekommen. Oh gut, ich dachte schon, ich sei eingeschlafen. Aber wo sind nur meine Manieren? Phil Hill, stets zu Diensten. Ja, reimt sich. Meine Eltern haben ein Faible für Reime. Meine Geschwister heißen Bill, Jill und Sil. Die Hills. Was für ein Thrill. Aber ich schweife ab. Du bist nicht hier, um mir zuzuhören. Du willst über die Liz reden. Was? Klar, reden wir. Super. Was kann die Liga der selbstbestimmten Siedler heute für dich tun? Oder wie ich gern sage, wie kann ich heute zum Besten aller Tage machen? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Fantastisch! Denn hier gibt es jede Menge Arbeit. Dieser Papierstapel hier, das sind die neuesten Bewerbungen von Leuten, die in eine neue Welt ziehen wollen. Überall lerne ich Menschen kennen, die angetan sind von der Idee, ein wirklich freies Leben zu führen. Wo und wie sie wollen. Ich habe einen ganzen Frachtraum voll von diesen Stapeln. Juhu! Es gibt so, wirklich so viele Menschen, die als Kolonisten leben wollen? Du sitzt hier einfach und wartest darauf, dass die Leute kommen und dich ansprechen? Ich hatte ein Büro auf Aquila, aber wir müssen alles sparen. Doch das war gut so. Jetzt schicken sie mich überall hin im besiedelten Weltraum und ich habe direkt mit den Menschen zu tun. Ich mag Menschen, wie du vielleicht schon erkannt hast. Ja, okay. Ich helfe gern. Fantastisch! Das ist genau die anpackende Einstellung, die wir von der Liz bei den Menschen suchen, die mitmachen wollen. Wir brauchen Personen mit Schiff und oder grundlegenden sozialen Fertigkeiten, um nach passenden Planeten und Menschen zu suchen. Trifft von diesen Punkten zufällig etwas auf dich zu? Heute ist ein Glückstag. Ich habe sowohl ein Schiff als auch grundlegende soziale Fertigkeiten. Ich kann reden, auf jeden Fall. Ich weiß, wie man Wörter benutzt. Ob das immer sinnvoll ist, nicht, aber ich weiß, dass man die benutzen kann. Das habe ich mir schon gedacht, nachdem wir uns so nett unterhalten haben. Das Wichtigste für uns ist, Daten über bewohnbare Planeten zu sammeln. Je bewohnbarer, desto besser. Sauerstoff und Wasser sind ein Muss. Andere Hinweise auf Leben, umso besser. Zudem sind wir immer auf der Suche nach neuen Bewerbungen. Wenn sich auf deinen Reisen die Gelegenheit ergibt, kannst du den Leuten eine Mitgliedschaft in der Liz schmackhaft machen. Hier haben sich ein paar Leute darüber unterhalten, dass sie ein neues Leben beginnen wollen. Warum fängst du nicht mit denen an? Mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet! Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Ups, fast vergessen. Hier, für dich. Gibt es hier noch mehr Leute mit Namen? Er heißt Bürger. Bürgerin? Hoffentlich ist der Hörverlust nicht dauerhaft. Wie wäre es mit einer Reise? Bürger? Bürger? Okay, wir haben auf jeden Fall noch mal ein paar neue Quests eingesammelt. Andromeda Kepler. Hallo, leistest du mir Gesellschaft? Du siehst aus, als hättest du eine interessante Geschichte zu erzählen. Intuition einer Gelehrten. Klar, reden wir. Jemand Nettes zu treffen ist immer gut. Was führt dich denn nach Cydonia? Ich suche nach Leuten für meine Crew. Ah, du bist ein Captain. Darum beneide ich dich. Ich bin schon seit geraumer Zeit allein unterwegs, um Material für ein Buch zu sammeln. Ich beneide dich um die Gesellschaft deiner Crew auf deinen Reisen durch das Sternenmeer. Hoffentlich war die pechschwarze See gut zu euch. Wenn du Gesellschaft willst, ich nehme dich gerne mit. Wirklich? Was kostet, ich war noch nie Teil einer Crew, aber die Vorstellung reizt mich. Was kostet je älter ich werde, desto einsamer scheint die Leere. Bist du bereit zu zahlen? Ich nehme ungern Geld von Freunden, brauche es aber, um ein Schiff im Raumhafen von Cydonia abzustellen. Ich revanchiere mich natürlich auch bei dir. 12.000 Credits zahlen, das ist kein Problem. Überzeugen würdest du auch für weniger arbeiten? Weißt du, eigentlich würde ich lieber weiter alleine rein. Bevor ich dich in die Crew aufnehme, erzähl mir doch ein wenig, was du so alles kannst. Ich weiß viel über Raumschiffwartung und kann Außenposten bauen. Außerdem besitze ich jede Menge Erfahrung als Pilotin. Ich bin, glaube ich, auch eine ganz ordentliche Gesprächspartnerin. Ist bei langen Reisen durchs All nicht zu verachten. Okay, 12.000 Credits zahlt, das ist kein Problem. Dann sind wir uns einig. Danke für das Angebot.
So, okay, warte mal. Dann mache ich mal hier, den nehme ich mal da wieder raus. Ja. Und, wo ist denn die gute jetzt? Andromeda Kepler. Die packe ich mal dahin. Ich muss mit jemandem im Weltraumhafen wegen meines Schiffs reden. Wir sehen uns bald wieder. Jo, dann haben wir jetzt, einen Angestellten mit einem Namen. Okay, hallo. Das Red Devils Hauptquartier wurde wieder in Betrieb genommen. Teilweise sogar mit demselben Personal. Wir wissen beide, dass du nicht mehr auf der Gehaltsliste stehst. Okay, egal. Dann würde ich sagen, macht ja mal hier passiert. In der nächsten Folge weiter. Wir müssen einfach und vielen Dank, Bewerber. Dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.